Der September steht kurz bevor und damit auch zwei neue Packs für The Sims 4. Die Entwickler konnten es nicht lassen und damit verbunden gab es mal wieder einen neuen Leak. Alles dazu in diesem Video. Im September erscheinen frisch zwei neue Packs für The Sims 4. Um genau zu sein, ein Baumodus und an der Stelle ein Sim-Set. Bis jetzt kannten wir nur grob das Thema der beiden Sets, welche schon per kleinere Hinweise im letzten Quartalsteaser dargestellt wurden. Jetzt aber gab es wieder einen neuen Leak auf der offiziellen EA-Seite. Das sind wir mittlerweile auch schon gewöhnt. Wenn wir uns nämlich auf der offiziellen Set-Seite umschauen und auf die Seite des Bartutensilien-Sets wechseln, fällt direkt die zweite Zeile ins Auge. Hier steht nämlich fälschlicherweise statt dem eigentlichen Packtitel das sogenannte Poolside Splash Kit, also grob auf Deutsch mit Plunge Pool Set übersetzbar. Hier kennen wir wohl das erste Set, welches vermutlich den Erstelle einen Sim-Modus betrifft. Weiter zum zweiten Inhalt, von dem es zwar keinen offiziellen Leak, dafür aber einen Hinweis von einem altbekannten Simmer gibt, Simmatically. Dieser hat wohl ein paar mehr Infos als wir und hat einen kleinen Hinweis auf Twitter gestreut, der recht schnell entschlüsselt wurde. Aus den beiden von ihm geteilten Bildern kann man den Titel Modern Lux Set zusammensetzen, welcher auch in den Kommentaren von ihm bejaht wurde. Modern Lux ist eine bestimmte Stilrichtung, die sich besonders durch Minimalismus, ohne Gerümpel und klare Farben definiert. Dieser Simmer konnte uns bereits zu Pferde Ranch einige Hinweise vorab liefern. Es ist also möglich, dass er auch schon zu diesem Set mehr weiß. Beachtet aber, dass dieser Hinweis auch genauso gut falsch sein könnte. 100% sicher können wir uns leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sein. Was denkt ihr zu den Leaks? Freut ihr euch über die Themen oder hätte es, auch wenn wir die Sets nicht mögen, hier bessere Stile geben können? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.